Die Naturfreunde und der Alpenverein Gmunden haben heute gemeinsam mit Hüttenwirten am Fuße des Traunsteins gegen die aktuelle Parkverordnung demonstriert. Damit wollen die Alpinvereine auf die ihrer Meinung nach extreme Benachteiligung der Wanderer und Bergsteiger hinweisen, die jetzt wegen der hohen Parkgebühren nicht mehr zum Traunstein kommen würden. 10 Euro für 3 Stunden parken, 25 für den ganzen Tag und 50 Euro für 2 Tage. Die Kurzparkzone ist auf maximal 3 Stunden beschränkt. An Wochenenden gibt es ein Busangebot, das die Wanderer zum Parkplatz unterm Stein am Ende der Traunsteinstraße bringt. Maßnahmen der Stadt Gmunden, die für Vertreter der alpinen Vereine untragbar sind. Wenn man heute am Seebahnhof parkt, die Parkgebühr kostet für einen Tag 8 Euro. Wenn Sie rechnen, in einem Auto sitzen 3 oder 4 Personen, die oben übernachten, weil einer lang kommt, sollten der übernachten, dann sind es 40 Euro hin und retour für den Shuttlebus. Und das ist auch zu teuer. Jeder versucht, dass er da einen Parkplatz kriegt, aber es ist halt eine Abzocke. Bis zu 300 Bergsteiger erklimmen an einem sonnigen Wochenende den Traunstein. Dazu kommen die Gäste der Ausflugsgasthäuser. Das löst an schönen Tagen eine regelrechte Verkehrslawine am Ostufer des Traunsees aus. Die soll durch die Maßnahmen eingedämmt werden, zum Nachteil der Tourismusbetriebe beim und auf dem Traunstein. Wir sind ein klassisches Ausflugsziel. Für Familien auch natürlich eigentlich klasse gelegen und geeignet. Und mit 3 Stunden kommt man bei uns einfach nicht mehr aus. Das heißt, Familie mit Kindern muss aufgehen, maximal relativ rasch. Einmal ludeln gehen so ungefähr und dann muss es wieder runtergehen, weil alles andere geht sich nicht aus in 3 Stunden. Wir fühlen uns eben in dieser Sache nicht ernst genommen. Und es ist jetzt wieder so ein Punkt, dass es heißt, das ist so und mit dem müssen wir leben. Und das ist jetzt für uns das Fass zum Überlaufen gebracht worden. Die Teilnehmer der Protestaktion hoffen auf weitere Gespräche. Sie fordern ein schlüssiges Konzept, das Anrainer und Tourismusbetriebe einbindet. Da möchten wir eben, dass es Lösungen gibt, dass öffentliche Anbindung kommt, die dann mit dem Stadtticket oder mit dem Klimaticket genutzt werden kann, um eben das weiter in Richtung öffentlichen Verkehr zu kanalisieren. Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf von der ÖVP hält in einer Aussendung fest, dass für ihn die Verkehrsberuhigung an erster Stelle stehe und er verweist darauf, dass die Parkgebühren im Gemeinderat beschlossen worden seien.